Die Borussia aus Dortmund zieht weiter einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze. Mit einem souveränen 3:0 beim VfL Wolfsburg hält die Mannschaft um Trainer Jürgen Klopp die Konkurrenz weiterhin auf Distanz. Der Erfolg bei den Wölfen war bereits der 10. Auswärtssieg der Saison. Vereinsrekord. Erster Verfolger der Dortmunder ist mit kaum einzuholenden 11 Punkten Rückstand Bayer Leverkusen mit Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack. Der 34-Jährige hat am Wochenende nach seiner langen Verletzungspause erstmals in der Startformation gestanden. Beim 2:0-Sieg gegen Hannover 96 zeigte er eine vielversprechende Leistung. Überraschungsmannschaft Hannover dagegen ist nach zuletzt 2 Niederlagen in Folge auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Obwohl noch Tabellenfünfter, reden die 96er nicht von der Europa League. Diese Mannschaft in meiner Augen ist gut beraten, von Spiel zu Spiel zu denken. So sind wir stark und wir bereiten uns jetzt vor auf Wolfsburg und das wird hart genug. Von Spiel zu Spiel muss nun auch der Hamburger SV schauen. Nach dem Wechseltheater am Rüd van Nistelrooy und der Posse um die mögliche Verpflichtung Matthias Sammers als Sportdirektor jetzt noch ein sportlicher Rückschlag. In Nürnberg unterlag der HSV mit 0:2 und liegt nun als 7. einen Punkt vor Hoffenheim, das auf Schalke siegte. Über Hamburgs Tabellenplatz wäre ein anderer Nordklub froh. Für Werder Bremen wird die Luft nach der 1:3 Heimniederlage gegen Bayern München immer dünner. Die Hanseaten liegen nur noch einen Rang vor dem Relegationsplatz. Zu allem Überfluss sah Torwart Tim Wiese nach einem Foul an Bayerns Thomas Müller die rote Karte.